Hallo und willkommen zurück zu Space Engineers. Zu unserem wunderbaren Let's Play Together mit Kuschelfaktor. Aber wirklich, hier ist gerade kackeneng. Und es ist so unglaublich warm, da wünscht man sich doch die Temperaturen, die hier im Spiel herrschen. Minus 273 Grad Celsius? Ja. Das ist zwar nur 0,15 Grad über dem absoluten Nullpunkt, aber besser als 38 Grad plus. Wow. Aber ist nur so meine Meinung. Oh, meine Energie ist, geht zur Neige. Oh, das ist ein guter Punkt. Kommen diese Geräusche hier? Was für Geräusche? Ah, ich glaube, das ist der Gasthund hier. Achso. Ansonsten kann es auch daran liegen, dass ich meinen Ventilator angeschmissen habe. Ja, und du hast elegant das Bohrschiff da geparkt. Ich bin dagegen geflogen, sorry. Nein, das versperrt mir gerade die Sicht auf mich selbst. So. Hier sieht man übrigens jetzt nochmal, wie es hier ohne Licht aussieht. So richtig schick. Da müssen wir mal ein bisschen noch was dran schrauben, ist mir so aufgefallen, denn die beiden neuen Scheinwerfer wollen natürlich auch in die Innenbeleuchtungsgruppe mit aufgenommen werden. Keine Außenseiter mehr sein. Nicht nach Innenbeleuchtung. So. Erstmal alles einstellen hier. Das bleibt so. Und jetzt verdammt, weglegen. Jetzt habe ich die Farben so, verkackt. Dahin. Aber die sind ja hier gleich. 130, 105 und 0. Diese Natrium-Dampflampen-Style-Farbgebung hat allerdings einen Haken. Welchen? Du kannst nicht mehr genau erkennen, was für ein Erz man vor der Nase hat. Ja, das stimmt. Das ist ein Problem, aber nicht meins. Doch, wir können es natürlich wieder auf weiß stellen, wenn du das lieber hast. Vielleicht kannst du ein bisschen das Gelb etwas abdämpfen, dass es nicht ganz so extrem gelb ist. Jetzt muss ich erstmal meine Sauerstoffflasche auffüllen. Wo ist denn hier Oxygen Tank? Und dann danke ich auch schön. Ups. So, die Stahlplatten kommen zu den Stahlplatten. Ich stelle es erstmal gerade wieder auf weiß. Wir können ja die Innenbeleuchtung gelb lassen. Mann, was ist denn hier für eine Kacke jetzt hier? So. Moment mal, das war die Innenbeleuchtung, das war ja totaler Käse, was ich gemacht habe. Das ist Käse, die aus Käse. Terraskäsi. Nee, Terraskäsi heißt das, ne? Hä, was? Dieser tolle Kampfstil, den die Jedi benutzen. Ich hätte gesagt, das heißt Jedi-Kampfstil. Keine Ahnung. Nein, die haben so einen lustigen Nahkampf-Kampfstil namens Terraskäsi. Keine Ahnung, wer es den Namen ausgedacht hat. Hast du mir in diesem Thema tatsächlich mal was voraus? Wer hätte es gedacht? Ich? Nein. So, um mal den unsterblichen Paul Breitner zu zitieren, in dem Zusammenhang, sie brauchen nicht zu glauben, dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien kommen. Und warum sollte das in irgendeinem Kontext Sinn ergeben? Ist mir egal, es war witzig. So, wir brauchen mal Magnesium. Ich hol mal kurz Magnesium. Dahinter versteckt sich Magnesium. Boah, leco mio, dann schmeiß ich die Kacke jetzt hier halt raus. Was interessiert mich das? Da ist es doch. Schönstes blaues Magnesium. Hä? Hattest du hier gerade heimlich eingesammelt? Was? Steine? Mhm. Ja, ich habe ein bisschen hinter dir hergeräumt. Ich bin hier ja gerade gewesen und es ist plötzlich alles weg.
Okay. Das kann auch sein, dass es despawned ist, weil ich jetzt bohre, ne? Denk dran, dass er nur so und so viele Objekte auf einmal anzeigt. Ah, ja, das ist sogar ganz gut. Ich habe nämlich keinen Bock, den Kram hier durch und durch die Gegend zu schippern. Ich glaube, es ist auf 64 bei uns eingestellt. 64 Objekte zur gleichen Zeit. Boah, hier ist eine ganz schön reiche Ader. Sind wir schon voll? Nö. Apropos voll, ich muss mir gleich mal ein Bier holen. Da geht noch mehr. Also wenn wir gar kein Magnesium haben, finde ich, ist das ein guter Grund, mal viel abzubauen. Auch wenn man das wahrscheinlich nicht so viel braucht, wie zum Beispiel Eisen. Solange wir dabei nicht unseren Asteroiden komplett kaputt machen, ist das okay. Also, weil es soll ja irgendwie noch aussehen wie ein Asteroid. Also, solange wir die Außenhülle lassen. Ja, eben, das meinte ich ja. Warum falle ich denn hier durch? Was soll denn der Schmuh? Wenn du gerade draußen bist, dann kannst du ja jetzt mal gucken, ob unsere Geschütztürme was können. Buckel. Brauchst du jetzt, dass die Sonne gerade überhaupt auf unseren Dings scheint? Ja, die zielen gerade ganz eifrig, können aber nicht schießen, weil ein Berg am Weg ist. Jetzt schießen sie. Ja, die kriegen die sogar relativ gut zerstört. Schön, dann sind unsere Oxygenfarmen, Sauerstofffarmen ja jetzt sicher. Relativ, ja. Die Rende ist gesichert. Wieso ist denn der große Scheinwerfer da nicht an? So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann wollen wir nochmal den Auswurf einschalten. So, haut es jetzt seinen Kram da rein? Jawohl, ja. Kommt es da noch drauf? So, der Reaktor versorgt sich schön selbst. Der erste Assembler hat gerade gar nichts zu tun. Nicht direkt, dann ändert das doch. Ja doch, der hat was zu tun, aber der kann gerade nichts tun wegen der... Sonnenaufgang. Das wollen wir sehen. Au. Das war dumm. Allerdings muss ich sagen, die Sonne... wir sind quasi am Pol. Oder das so halb, so auf halbem Weg. Ist gut möglich. Ich muss mich jetzt erstmal heilen, weil ich voll gegen die Wand geklatscht bin gerade. Diese verächtliche Lachen. Dieses verächtliche Lachen. So. Sauerstofffarmen wollte ich noch ersetzen. Wo sind sie denn da? Was brauche ich denn dafür? Ditte. 20 Stahlplatten. Yeah. 100 Panzerglas, 20 große Stahlrohre. Panzerglas. Huch, nicht 250. Wie 100 Panzerglas, die kriege ich eh nicht mehr mit. Jetzt habe ich vergessen, was ich brauche. Kannst du mal aufpassen, wo hier lang fliegst? Hier herrscht Rechtsverkehr. Ja, bestimmt tut es das. So, mal gucken. So rum ist richtig. Ach, du hast so ein neues Ding ins Dahin getan, ja. Ja, das ist der Plan. Hä, wieso hab ich denn jetzt nur 20 Stahlplatten? Habe ich aus Versehen falsch mitgenommen. Offensichtlich habe ich da nicht aufgepasst. So, 8 hatten wir vorhin schon. 10 Metallgerüste, 20 Herstellungskomponenten. Passt natürlich wieder nicht.
ja alles nicht. Wo ist denn jetzt die Sonne da? Entsprechend des Verlaufs unserer Sonne wäre es vielleicht sogar praktischer, die Sauerstofffarm nochmal zu drehen. Also um ich würde das jetzt einfach so lassen und dann machst du halt noch ein paar so und ein paar so. Ja. Fuck, jetzt habe ich nicht mehr geguckt, was ich da noch brauche. Ich bin so klug. Ja, warum macht er das nicht? 20 Leg. Computer, 18 Herstellungskomponenten, 4 Gerüste. Yeah. Spiel reagiert nicht. Das tut mir sehr leid für dich. Als ob. Ja, dein Fortschritt ist auch mein Fortschritt. Ja. So, haben wir das Ding fertiggestellt. Es ist im richtigen Blau, erstrahlt es im feinsten Ultramarin. Hä? Was, hä? Ah. Sehen wir jetzt sehr elegant, wie der Stand der Sonne die hinteren beiden Farmen komplett verdeckt. So, wo baust du da eigentlich gerade hin? Ah, ich sehe es. Du hast ein kleines Loch erzeugt. Ja, ist mir egal. Ja, gut, dann brauchen wir jetzt nochmal die Zutaten für eine weitere Farm. Für unsere kleine Farm. Oh Gott. Wenn sie hier eine Farm will, ja? Farm will. Warum kann ich denn das jetzt hier nicht hinbauen? Was soll denn die Kacke? Ich hab schon mal eine Moppelkotze. Ich mag's, wenn du das sagst. Ohne Witz, ich kann ihn nicht setzen. Was soll denn der Schmu? Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schlauer. Das ist ein großes Wien. So, jetzt haben wir doch langsam Sonneneinstrahlung auf den Dingern. So, und das muss noch einmal gedreht werden, dann haben wir auch hier alles gleichförmig. Ohne Witz, ich kann den Schmuh nicht setzen, was ist denn das? Kannst du es nur nicht setzen, weil es rot ist? Vielleicht? Nein, es ist grün, aber er macht es nicht. Ich kann es nicht setzen, er macht es halt einfach nicht. Das ist für die Betroffenen ärgerlich. Und also auch schlackert auch gleich schon wieder der Hund. Du Hund. Ja gut, dann leck mir erstmal am Stiefel und ich baue hier weiter. Lass mich es doch setzen. Sekunde. Warte, ich leg hier mal kurz 10 Stahlplatten hin und dann kannst du das mal versuchen. Ja. Dafür brauche ich allerdings erstmal das Förderband. Das ist die normale Förderleitung, ne? Mhm. Die kann ich nochmal eine begrenzte Zahl an Teilen aussuchen. Rechtsklick. Ah. Schmeiß raus die Scheiße. Auf deinem Helm steht ja Stargazer. Tja. Ist ja dufte. Ja, dann Moppelkotze bekommst du jetzt 80. Ey, immer dieser Kindergarten hier. Hast du bekommen? Ich sehe hier nichts. Gut, dann fliegen die jetzt hier irgendwo durch die Gegend. Da hier Schwerkraft herrscht, können sie nur runtergefallen sein. Tja, dann sind sie das wohl. Die liegen hier unten aber auch nirgendwo. Tja, dann haben wir jetzt gerade 80 Dinger verdampft. Wie krank, wie furchtbar. Ich muss gestehen, manchmal wünschte ich mir, die Entwickler würden dieses Schicksal teilen. Es ist so anstrengend, dieser Schmu hier. Ja, manchmal ist das in der Tat ein bisschen ätzend. So, also du, bist gerade unterwegs, um die zu setzen? Ja, unter anderem. Ja, ich brauche Strom. Dann solltest du dir welchen besorgen. Und zwar Yellow-Strom. Nee, nix ist. Green-Strom? Orange-Strom?
Hamsterenergie. Ein Golfstrom? Ja, Golfstrom bringt's voll. Was brauche ich denn jetzt noch? Jetzt muss ich nochmal aufpassen. 2 Metallgerüste, 19 Herstellungskomponenten, 19 Computer und 4 Panzerglas. Oh, ich habe gar nicht mal mehr so viel Sauerstoff, das ändere ich mal. 19 Herstellungskomponenten, 19 Computer. Das war bestimmt jetzt schon wieder alles falsch. 4 Metallgerüste. Es reicht. Was brauchst du? Machst du gerade? Ich glaube, ich hab's jetzt. Du brauchst nicht die die Bauteile für die Pipes, du brauchst nur die Metallplatten setzen. Ich weiß, ich setze auch gerade die Bauteile für den letzten Sauerstofffarm-Dings. Der uns von dem Asteroiden gekillt wurde. So, damit ist es wieder perfekto. So, nur die Stahlplatten, sagst du, ne? Ja, ja. Steel Plates. Du brauchst übrigens nicht jedes Mal darauf zu laufen, um deinen Sauerstoff nachzufüllen. Aber. Bist ja so ein cooler Typ. So, une fördere Leitung de vin, s'il vous plaît. Ach, der Schmuh kann das nicht voll machen, wenn das nicht leer ist, ne? Doch. Das Sauerstoffdingens. Warum Doch. Macht das dann nicht? Vielleicht hasst er dich. Ist aber schon der Generator 2, ne? Nein, du musst es in den Tank legen. Anstrengend. Will he ever learn? Wieso? Wenn ich mein Auto in Benzin in ein großes Becken voller Benzin schmeiße, dann müsste es doch eigentlich auch irgendwann auch volllaufen. Ja, aber der Sauerstoffgenerator ist in diesem Fall eher sowas wie die Förderpumpe. Nein. Das ist eher so wie Raffinerie und auch da gibt's Benzin. Mir egal. Was immer du versucht hast, mir mitzuteilen, ja. Einmal Energie nachtanken. Und rausfinden, warum der Scheinwerfer da hinten eigentlich nicht leuchtet. Das wollte ich ja vorhin schon tun. Ist der vielleicht ausgeschaltet? Ja, der war ausgeschaltet. Danke fürs Setzen. So, Energie ist wieder voll. Was sollte ich denn jetzt tun? Ach ja, ich war dabei, das Ding hier auseinanderzunehmen. Was sagt eigentlich unsere Uhr? Wir müssen so oder so gleich aufhören. Ich hab nicht Training. Ich weiß. Aber diese drei Leitungen will ich noch schnell fertig machen. Es sind auch nur noch 2 Minuten. Wuhu, perfektes Timing. Und offensichtlich kommen die Meteoritenstürme tatsächlich aus der Richtung der Sonne, wo sie gerade tatsächlich ist. Also sie sind jetzt auch schon ein paar Mal entgegen der ursprünglichen Richtung geflogen, also ja. Was auch ganz schön ist, weil dann die Asteroiden nicht nur von einer Seite lustige Farbmuster kriegen. Das stimmt. Yay, ich zerschleiße dieses Bauteil. Und das macht mich glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Oh Gott. Es ist einfach so absolut godlike, dieses Ding. Ich hoffe, da hat niemand Urheberrechtsansprüche drauf. Falls doch, ja, nö. Ist mega. Toll, ich kann nicht schweißen schon wieder. Weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich am Server. Aber wer weiß, wenn ich jetzt YouTube-Millionär werde, dann kann ich ja demnächst einfach 5 Server mieten, die alle gleichzeitig dieses Spiel laufen lassen. Also nach allem, was ich mir so sagen lasse, ist es nicht sonderlich viel, was dabei rumkommt. Also wenn du jetzt nicht im Millionenbereich Zuschauer hast. Ja, also... auch wenn die Behauptung, dass YouTuber nichts darüber sagen dürfen, was sie damit verdienen, falsch ist, da ich noch nichts damit verdient habe, weil es ja erst seit heute ist, sage ich da jetzt mal nichts zu. Weil ich ja nichts dazu sagen kann. Ich glaube daran, dass die in Netzwerken sind und das daher von dieser Seite aus nicht dürfen. Was wäre es in Netzwerken? Viele YouTuber. In was für eine Art von Netzwerken meinst du jetzt? Okay, Schatzi, du musst dich echt mit der Materie auseinandersetzen, wenn du nicht weißt, was ein YouTube-Netzwerk ist. Das ist sowas wie Mediakraft. Ja, ich weiß, was du meinst damit. Ich bin mir ziemlich sicher, was du damit meinst. Also, dass halt mehrere YouTuber zusammenarbeiten quasi.
Nein, das ist kein Netzwerk. Dann kläre mich doch bitte auf. Ein YouTube-Netzwerk ist eine, ich nenne es jetzt mal Firma, die mehreren YouTubern, also einer beliebigen Zahl YouTuber, die halt bei ihnen unter Vertrag steht, das hat so ein bisschen Manager-Charakter, Unterstützung leistet. Das kann Sponsoring sein, das kann Know-how sein, das kann juristische Beratung sein. Ja, okay, doch, das kenne ich, das wurde mir auch schon mal angeboten. Ja, das sind, wie gesagt, diese klassischen Netzwerke. Sowas wie Mediakraft beispielsweise, das ist so das bekannteste. Lab 71 gibt es zum Beispiel noch. Und dann gibt es aber noch so eine kleinere Gegenbewegung, das haben zum Beispiel so Leute wie LeFloid gemacht und das ist das, was du gerade meintest. Die wollen halt diesen Netzwerkcharakter im Sinne von YouTube-Leute, die halt netzwerken untereinander und sich gegenseitig unterstützen und Kontakte knüpfen, ohne das aber auf einem finanziellen Ebene irgendwie anecken zu lassen. Da gibt es zum Beispiel in Berlin, wie heißen die? Berlin 301 oder 301 Plus oder so heißt das. Wieso kann ich bei der... Warte, ich muss hier gerade noch was anderes klären. Und ja. Oh, und sein altes Raumschiff-Würfel-Dingsi treibt gerade durchs All. Und eckt gleich an unserer Sauerstoffleitung an? Könnte sein, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Wieso bewegt sich das überhaupt? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich einer gegengeflogen. Aber mit Schwung, also mit Schmack ist dann... Nee, das treibt ziemlich krass weg. Ich habe gerade eben auch unser Bohrschiff voll durch die Gegend geballert. Ich weiß schon, wie wir das Problem lösen. Ah. So. Komm, ich will mit allen drei bitte Kontakt haben. Nee, das war das falsche Ding da. So, jetzt habe ich das Ganze auf unser tolles Trägerschiff nämlich einfach mal gezogen. Unser Schleppschiff? Ja. Trägerschiff klingt so, als würde hier jetzt irgendwo so ein fetter Kahn durch die Gegend treiben. Oh, rückwärts steuern ist gar nicht so einfach. Mit so einer Trägheit vor allem. Ich muss hier mal die Kamera umdrehen. Boah, invertierte Steuerung. So. Boah, nee, so geht das überhaupt nicht. So, und jetzt muss da einen Verteiler drauf. Was geht hier ab? Wieso bewegt sich das von alleine? Wo passt der denn nicht? Da, okay. Wieso bewegt sich das Schiff um sich selbst? Keine Ahnung. Hast du vielleicht den Schwerpunkt verkackt? Nein. Ich lasse es jetzt einfach mal da liegen. Und das Schiff wird hier jetzt einfach ganz toll angedockt. Ich glaube, ich baue das Ding eh wieder auseinander. Na, ich bin ein Trottel. Ich baue hier die ganze Zeit dran rum und merke nicht, dass ich einfach nur die Bauteile nicht mit habe. Toll. Wahrscheinlich wolltest du dich schon wieder über das Spiel aufregen, wa? Nee, ich hatte mich einfach nur gewundert. Aber... Weil er hat mir angezeigt, dass es rot ist. Die Folge ist ja jetzt eh zu Ende. Ja, aber das will ich jetzt noch kurz zu Ende führen hier. Also den Verteiler hier drauf schmeißen. Okay. Was da? Interne Panzerung und 125 Herstellung. Dann wollen wir doch mal schauen, wo jetzt die Sonne ist. Da, dann ist ja gleich wieder Sonnenaufgang. Ich habe nämlich tatsächlich die Sonnen... Also man kann die Tageslänge individuell einstellen. Und ich habe sie tatsächlich so eingestellt, dass eine Folge quasi einem Spieltag entspricht. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Also, dass das geht, ja.
könnte natürlich auch einfach einen Tag auf eine Minute einstellen, dann turbot die Sonne hier außen rum. Miau, miau. Oder man kann, ja, glaube ich, auch die maximale Einstellung ist tatsächlich ein Tag entspricht einem Tag. Mhm, das kenne ich. Dass ein Tag einem Tag entspricht, ja, das ja. ist. Nein, ich habe das auch gesehen. Ich weiß, wie die Einstellungen sind, meine ich. Star Wars. Hast du etwa ausnahmsweise mal das Update-Video angesehen oder was? Nö, ich habe kurz die Patch Notes überflogen. Bist ja ein Tier. Nein. Hä? Boah. Was ist jetzt schon wieder dein Problem? Nichts, das ist teilweise die Steuerung nur so. Yeah. Nichts für arme kleine Muis. Dein Gesicht. Ja, das ist auch nichts für arme kleine Muis. Nee, stimmt, das ist echt kein schöner Anblick. Ich beleuchte mal noch ein bisschen. Wo können die noch hin? Bessere Idee. So, und zwei Motorraum. Oh, dann habe ich das ja vertauscht, ich Trottel. Da habe ich jetzt natürlich gar nicht drauf geachtet, so ist gut. So, schweißen wir die auch noch schnell fertig. Wir müssen hier nicht mehr, muss hier nicht mehr alles im Dunkeln sehen. Sodle, dann brauchen wir jetzt noch. So, Würfel ist gleich fertig und dann können wir wegen mir Feierabend machen. Bitte lass das. Ja, aber ich habe einen Ohrwurm. Da werden die Leute gleich noch richtig leiden müssen. Ich fürchte. Also, die Leute meinst du wahrscheinlich, die das gleich gucken, aber das kommt ja erst morgen. Nee, ich meine die Leute, mit denen ich gleich Training habe. Oh. Ja. Aber sie sind selber schuld. So, du könntest übrigens theoretisch in der nächsten Folge schon einen ersten Geschützturm umstellen. Ja. Das weil der Conveyor-Cube ist da. Ja, Moment, ich muss noch eben kurz ein paar Blöcke umbenennen, damit wir wissen, die Außenbeleuchtung ist auch die Außenbeleuchtung. Wobei ich gerade, ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal nochmal ändern, das ist gar nicht so schick. Ich glaube, das will ich eins tiefer machen. Das ganze Ding? Genau. Nein, ich habe ja hier den Conveyor-Würfel da drauf. Und ich glaube, ich werde ihn direkt vorne dran setzen und das dann sozusagen horizontal daneben. Dann sieht das halt aus wie so eine Geschützturmbank, die dann direkt im Berg drin ist und nicht so drauf gesetzt. Ja, das hätte was. Ja. Erinnere mich bitte beim nächsten Mal dran. Wenn ich es mir merken garantiert kann. Vergessen. Wenn ich es mir merken kann. Was sagst du denn zu meinen Licht? Licht? Versuchen hier, damit auch, wenn die Sonne scheint gerade nicht vorne rein, deswegen mach mal dein Licht aus. Also hier den Weg müssen wir noch irgendwie beleuchten. Ja, mach doch einfach hier unten in die Ecke oder so ein Ding. So indirekte Beleuchtung mäßig. Ja. Aber was sagst du denn zur Plattform? Die Plattform sieht so richtig Porno aus. Übrigens, es gibt ausfahrbare Treppen. Oh, cool. Sind ja. die neu oder ist das eine Mod oder so? Ich habe das als Mod gesehen. Und da denke ich mir so, joa. Haben will. Ja, kann man mal essen. So, dann werde ich noch schnell meine Gasbuddel rausschmeißen. Damit sie nicht wieder verloren geht. Ja, ich traue dem Braten nicht. Ich auch nicht an deiner Stelle. Mach doch nicht so einen Scheiß hier. So, ihr zwei kommt auch noch dazu. Da schön alles anpassen. Das Coole ist, wir sehen in unserem Visier, wenn die Geschütztürme gerade was anvisiert haben. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ziemlich praktisch. Ja, das ist in der Tat nicht schlecht. Dann sieht man auch, wann sie ballern. Oh, die Namen habe ich vergessen. Schön, alles muss ja seine Ordnung behalten. Da war ein. So, wo kommt das rein? In den Sauerstofftank, ne? Dann ja. Lass ich das direkt da liegen. So, dann kannst du jetzt nochmal final gucken.
bevor die Sonne aufgeht. Wobei sie ist schon teilweise aufgegangen, aber jetzt kann man ja den Weg sehen. Gut genug. Ja, es dauert jetzt auch nicht so lange. Dass man auch ohne Anzugbeleuchtung theoretisch hier durch könnte. Und das gibt dadurch, dass sie nicht direkt oben drauf sind, nochmal einen coolen Lichteffekt. Also Schatteneffekt eher. Ja, ist doch super. Hast du das gesehen? Nee, ich bin gerade unterwegs. Dann sammle ich hier nochmal deine Bröckchen ein. Jetzt ist Licht ja nicht an. Ja, jetzt ist es aus. Ja, das sieht sehr cool aus. Vor allem jetzt fällt man da dann halt nicht runter. Das ist ja, wobei das jetzt auch nicht so dramatisch wäre. Es ist nicht, als wäre da eine endlose Schlucht drunter. Ja, ja, aber es ist störend. Wenn man dann da immer hängen bleibt. Ich finde das blöd. Ja, sieht schon ganz schnieke aus, ne? Ja. So, dann, wegen mir, Feierabend. Jo, Sonst kriege ich Ärger mit der Gewerkschaft. Dann werde ich auch mal meine Sauerstoffflasche abgeben gehen. Ist denn überhaupt hin? Ich möchte winken. Oh, dann folgen, dann lauf mir schnell hinterher. Nee. Ich guck dann von draußen. Oh. Also von draußen dem Kontrollraum. Ja, ja, ist mir schon klar. Es wäre übrigens schön, wenn sie die Türen mal DirectX 11 tauglich machen würden, damit man die endlich einfärben kann. Ja. So. Mir fällt gerade auf, der Kontrollraum hat eine Delle. Links oberhalb der Tür. Links oberhalb der Tür? Links oberhalb der Tür. Bist du doof? Ich habe nie was von der Decke gesagt. Noch weiter links? Ach, das da. Ja. Ja, zwei Herstellungskomponenten benötigt. Ja, okay, gut. Dann mache ich jetzt einfach nur Winke-Winke. Sieht man mich? Ja, natürlich sieht man dich. Weiß es nicht. Jetzt sieht man dich sogar noch besser. Ist deine Beleuchtung an oder aus? Jetzt ist sie an. Okay, man sieht so keinen Unterschied. So. Aber ja, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.